Kante! Willkommen zu dem wohl besten Prime League Segment. Rocklos Steinkante. Heute bewerte ich jeden Top-Laner der Prime League. Dieses Segment ist wirklich nur zur Unterhaltung. Bitte nehmt es nicht persönlich und los geht's. Fangen wir an mit Alois. Alois kennt man als Rhythm OTP, versucht sich an anderen Champions, hätte Rhythm OTP bleiben sollen, performt einfach nicht so gut auf den anderen Champions, weiß auch nicht, warum die nicht immer Rhythm picken. Ja, das tut zu Alois. So, reden wir über Boss. In der Analyse wird die ganze Zeit hervorgehoben, dass er Worlds gespielt hat. Einmal nicht mal in die Gruppenphase geschafft, das andere Mal 0-6 in der Gruppenphase. Keine Ahnung, warum wir dann überhaupt darüber reden. Ibo, was soll ich zu dem Jungen sagen? Hieß vorher Ice Bisto, geiler Name, nennt sich jetzt wie in die Medizin, spielt so, als wäre er krank. Was soll ich... Nee, verstehe ich nicht. Marcel, Evi Toplaner, mein altes Team, sollte meine Fußstapfen treten. Ist einfach in die andere Richtung gelaufen, keine Ahnung, wo der jetzt hingeht. Kommen wir zum nächsten Toplaner. Pride, warum heißt du überhaupt so? Worauf willst du überhaupt stolz sein bei deiner Karriere? Sacre. Scarface. Der Kollege spielt bei Schalke, kann absolut keine Tanks spielen, pickt trotzdem permanent Tanks. Was soll man dazu sagen, ne? Ob das jetzt Toplane-Schuld ist oder Coach, das muss Schalke wissen. Sleeping, ne? Ihr denkt jetzt bestimmt so, hey, der macht doch bestimmt so einen Witz, dass man bei seinem Gameplay einschläft. Aber nee, habt ihr mal gesehen, wie der Junge Eier kocht? Alter, ey, wenn er die wirklich gegessen hat, ne, dann wirklich, dann mein Respekt. Kommen wir zu Source. Old but Gold. Ist in League nicht die beste Voraussetzung, würde ich sagen. Zu guter Letzt, Winur. Ne? Solange Irelia gebannt ist, bleibt seine KDA auch wirklich schön negativ. Das war's mit einer weiteren Folge von Rocklos Steinkante. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bitte, bitte nehmt es nicht zu ernst. Die meisten Sachen, die ich gesagt habe, meine ich nicht mal so. Aber, ne? Wie soll ich so schon sagen? Die meisten Toplaner in der Prime League sind halt nicht so gut. Deswegen viel Spaß euch mit der Prime League.